So, Hendras, nochmal Glückwunsch zur Meisterschaft. Hand aufs Herz, wie viele Stunden haben Sie geschlafen am Wochenende? Ja, Schlafen ist schwierig. Ich glaube, man ist da noch so voller Emotionen und Adrenalin. Es war einfach, die letzten paar Stunden oder Tage waren für uns unbeschreiblich. Auch heute wieder mit den ganzen Fans vor Ort den Meisterpokal zu präsentieren, das geht einem schon sehr nahe. Es ist zwar eine Standardfrage, man muss sie aber stellen. Haben Sie das Ganze schon realisiert, MVP, die Meisterschaft, diese unglaublichen Playoffs dieses Jahr? Ja, ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube nicht. Sowas kommt jetzt immer dann im Sommer, wenn man wirklich mal eine ruhige Sekunde hat, im Garten liegt und einfach mal das ganze Jahr einfach Revue passieren lässt. Und dann wird man erstmal realisieren, was die Mannschaft dieses Jahr alles geleistet hat. Die Fans haben euch das ganze Jahr über getragen, in einem großen Ausmaße. Jetzt so einen Empfang, können Sie da 3-4 Sätze zu sagen? Ja, ist einfach unglaublich. Ich glaube, mich fasziniert es allein schon, wenn man am Hauptbahnhof ankommt und das Adlerlogo sieht. Das ist einfach, ja, sowas gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland nicht. Und auch heute wieder dieser Empfang. Die Fans schaffen wirklich, dass dieser Titel nicht nur auf dem Eis, sondern auch vom Eis weg für uns was ganz Besonderes bleibt. Und jeder Einzelne wird diesen Tag heute und alles andere drumherum, glaube ich, niemals im Leben vergessen. Wie ist der Plan in den nächsten Tagen? Geht's in den Urlaub direkt oder wie sieht's aus? Nee, jetzt genießen wir natürlich erstmal noch so ein paar Feierlichkeiten. Wenn man so lange aufeinander hockt wie wir als Mannschaft, dann ist es ganz wichtig, dass man viel Zeit miteinander verbringt, das genießt das Ganze, über Sachen redet. Und dann, wenn die ersten Jungs natürlich wieder heimfliegen und wir machen uns auf den Weg nach Bayern. Aber ich denke, was wir geschafft haben, wird uns immer zusammenschweißen. Ja, Matthias Plachter, Hand aufs Herz. Wie viel haben Sie am Wochenende geschlafen? Ja, weiß nicht. Nicht so viel. Wie lang ging's? Freitag ging's sehr lang, gestern auch lang und heute wahrscheinlich auch lang, ja. Es wurde ja schon oft gesagt, die Fans haben euch das ganze Jahr über getragen. Jetzt so ein Empfang heute. Was sagen Sie dazu? Das ist ja absolut krank, also dass die Leute nichts Besseres zu tun haben am Sonntag. Nein, Spaß beiseite. Also wenn man hier rauskommt und das hier sieht, das ist einfach unfassbar. Das sieht man einfach, wie stolz jeder auf sein Eishockey-Team hier ist in Mannheim. Und das macht mich dann halt stolz, für so eine Organisation zu spielen.